Na, Vogt, in 3 Tagen hast du wieder mal ausgesessen. Jahre Zuchthaus. 2,5 Jahre, 1,5, 1 Jahr, nochmal 3 Jahre wegen Passvergehens, im Ganzen 23 Jahre gesessen. Und lauter Dummheiten. Haben Sie das nötig? Nee, der Pass, der taucht nicht mehr. Kriege ich keinen neuen? Nee, von mir nicht. Aber einen Entlassungsschein kriegen Sie. Wollen Sie unterschreiben? Bei mir nicht. Für Knastschieber habe ich keine Arbeit. Na, entschuldigen Sie, Mann. Fahren wird man doch wohl noch kennen. Hat hier keinen Zweck, Mensch. Hat hier ja keinen Zweck. Nee, lass mal, Kalle. Ich will arbeiten. Lass mal, Kalle. Ja, Mensch, dir ist nicht zu helfen. Arbeiten wieder. Nee, Babschke, mit der Uniform, da stimmt was nicht. Da ist was nicht in Ordnung, das habe ich im Gefühl. Herr Hauptmann? Widersprechen Sie nicht. Aber, Herr Hauptmann. Also, Babschke, wenn Sie beim Kommiss so viel widersprechen wollten, da kämen Sie aus dem Kasten überhaupt nicht raus. Deswegen habe ich mir ja auch einen Vogel gezüchtet. Nehmen Sie Finger lang und Luftklappe geschlossen. Das wäre kein Sport, der Vater seinen Jüngsten. Babschke, halten Sie den Rand. Willi, halt dich gerade. Kann gar nicht mit ansehen, wie du rumstehst. Immer so krumm wie ein Fiedelbohren. Wenn du so weitermachst, kommst du niemals zum Militär. Also, Herr Hauptmann, ärgern sich nicht über den Pojatz. Er ist nicht normal. Aber einen besseren Zuschneider finden Sie in ganz Deutschland nicht. Nee, nee, warum so? Mit der Uniform, da stimmt was nicht. So? Sehen Sie sich mal die Taillenknöpfe an. Die sitzen bestimmt nicht feuchtschaftsmäßig. Willi, bring's Maßbuch. Wer die Sache untersuchen, Herr Hauptmann, sollen sich persönlich überzeugen. Babschke, geben Sie mal Zentimetermaß. Ach, Willi, halt dich gerade. Man kann gar nicht mit ansehen. Schau dir mal Herrn Hauptmann an. Das ist eine Figur. Wieso hat er die Figur? Hat sich gerade gehalten. Das ganze Leben lang gerade gehalten. So, nun wollen wir mal sehen. Also, Herr Hauptmann, Sie haben recht. 1/2 Zentimeter. Also, von Ihnen möchte ich erschossen werden. Sie treffen Flohstich mitten mank in der Mitte. Was ist denn? Na, was wollen Sie denn? Wollen Sie was? Haben Sie was abzugeben? Nee. Na, was haben Sie hier denn zu suchen? Meine, was wollen Sie denn hier? Ich wollte mal nur mal erkundigen. Raus! Betteln, hausieren, musizieren ist bei mir verboten. Wäre ja gelacht. Am helllichten Tag in meinem Geschäft unerhört. Na, reden Sie sich nicht auf, Wormser. Lassen Sie lieber die Taillenknöpfe versetzen. Gemacht, Herr Hauptmann, wenn Sie wünschen. Wird gemacht. Tja, da möchte man ja gerne helfen. Wir sind ja alle nur Menschen. Das kann jedem mal passieren. Man hat ja ein Herz für sowas. Aber die da drin, die Gesellen, die leiden das nicht. Die sind furchtbar kitzlig mit ihrer Handwerkerehre. Probieren Sie es mal bei der Industrie. Die brauchen Maschinenfutter. Sieht, wie die denn aussieht, der Beine wie zwei Kiepen, ein Impf zum Piepen. Da, 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 da
pa, da kixi kixi kaxi, da popsi pipsi papsi, da popsi pepsi kixi, kaku ka kixi. Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Prokurist. Gut, der Mann, wie heißt der Mann? Der Mann kann beschäftigt werden. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Aha, das ist ein Pass, der macht viel Spaß. Aha, das ist ein Pässchen, das macht viel Späßchen. Herr Sperg, die Papiere sind in Ordnung. Moin früh, treten Sie an. Abtreten, zu Befehl, Herr Prokurist. Haben Sie gedient? Wo haben Sie gestanden? Gestanden nicht, ich habe nur gesessen. Ich bin nämlich vorbestraft, ich sag's aber lieber vorher, denn ich denk mal, in der Industrie, da sind sie großzügig. Haben Sie denn keine Papiere? Wo ist denn Ihr Pass? Na, ohne ordentliche Papiere kann ich mich einstellen. Wo gehen wir denn da hin? Hier herrscht Ordnung, jedermann muss seinen Stammrollenaufzug in Ordnung haben. Wenn Sie gedient hätten, wäre das gleiche Blut übergegangen. Ich hab gedacht, hier wäre eine Fabrik. Ich konnte ja nicht wissen, dass hier eine Kaserne ist. Raus! Sie sprechen ja menschlicher Unsinn, was machen Sie, dass Sie rauskommen? Wegen Posturkundenfälschung. Das ist ja nun schon so lange her, Herr Kommissar. Naja, da sind Sie einfach hingegangen und haben einfach die kaiserliche Reichspost betrügerisch ausgeplündert. Ich dachte, das spielen die gar nicht bei so einem großen Betrieb. Aber dann haben sie mal geschnappt und haben mal gleich 15 Jahre eingesponnen. Ich denke, das ist ein bisschen viel für so ein junges Blut. Darüber steht Ihnen kein Urteil zu. Das Strafmaß entspricht immer ganz genau der Schwere des Delikts. Meins wegen, ist ja auch nur schon lange vorbei. Nee, das ist nie vorbei. Was hier mal in den Personalakten steht, der ist Ihnen so festgewachsen wie der Nas. Im Gesicht. Wer einmal auf die schiefe Bahn gerät. Ja, das stimmt. Was heißt stimmt? Das mit der schiefe Bahn, das stimmt. Das ist wie wenn sie eine Laus auf eine Glasplatte setzen. Da kann sie krabbeln und da rutscht sie egal wieder runter. Na, das sind Redensarten, die kennen wir. Ja, also im Ausland sind sie auch gewesen, sagen sie. Na, warum sind sie denn nicht draußen geblieben? Haben sie noch Familie in Deutschland? Nee, ja, ich habe eine Schwester, die ist verheiratet, aber... Da taugt man ja nicht hin mit all die vielen Vorstrafen auf dem Buckel. Und da weiß Schwabchen Gott nicht, warum sie wieder zurückgekommen sind. Und hat man eben so sehr nach Hause gesehen. Da unten, da sind sie ganz anders und da reden sie ganz anders. Und da hat der Mensch nur seine Muttersprache. Die glauben ja gar nicht, Herr Kommissar, wie schön Deutschland ist, wenn man weit weg ist und immer nur dran denkt. Na, haben Sie jetzt nur wenigstens Arbeit? Nee. Und da kommen Sie mal wieder, wenn Sie Arbeit haben. Denn solange Sie keine Arbeit haben, da kriegen Sie auch keine Papiere. Herr Kommissar, das ist ja nur wie ein Karussell, das ist ja wie eine Kaffeemühle. Ohne Papiere kriege ich keine Arbeit und ohne Arbeit kriege ich keine Papiere. Dann geben Sie doch lieber einen Pass mit einem Grenzvisum, damit ich wieder rüber kann. Dafür sind wir hier nicht zuständig. Wenn Sie einen Pass haben wollen, dann müssen Sie sich an Ihre Heimatsbehörde wenden. Aber Herr Kommissar, da bin ich doch eben gewesen und der Schulze hat mir doch ja nicht angehört. Jemand Ortschaft weiter, hat er gesagt. Bei uns bist du geschichtet, der Heimat schämt sich deiner, hat er gesagt. Na ja, sag, ich will ja auch nur hier kein Denkmal gesetzt kriegen. Ich will ja nur meine Zuständigkeit und da hat er mal gleich rausgeflammt. Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Dann regen Sie sich mal nicht auf. Ach, Herr Kommissar, ich rege mal doch nicht auf. Aber ich meine, es muss doch einen Platz in der Welt geben, wo der Mensch hingehört. Sehen Sie, wenn ich keinen Aufenthalt kriege und ich hierbleiben kann, ja, Jott nochmal, der muss noch einen Pass kriegen, dass ich wieder rüber kann. Ich kann doch nicht mit den Beinen in der Luft baumeln. Das kann doch nur in der Hengster. Na schön, Ihr Gesuch um Aufenthaltserlaubnis, das werde ich weitergeben. Befürworten kann ich es nicht. Dazu ist Ihr Vorleben zu fragwürdig. Und um Mahlzeit, Schluss. Also ich kriege keinen Pass. Nee. Herr Kommissar, da möchte ich mal einen Vorschlag machen. Herr Kommissar, da möchte ich Ihnen mal vorschlagen, dass Sie mal sofort Express nach der Plätze zurücktransportieren lassen. Raus. Mensch, Sie werden ja frech. Raus! Scher dich raus! Jawohl.
Mensch, ich verstehe dir nicht. Auf dem Polizeirevier, da ist doch nichts zu holen. Alle, da haben sie einen ganzen Schrank voll Passgeschichten. Die schönsten Pässe haben sie da zu liegen, Kalle. Blem, blem, Willem, was? Ist der Kalle, das Fenster hat da keine Gitter und nachts ist da auch keine Wache. Und den Schrank, Kalle, den knackst du mit einem Zimmernagel. Da findest du alles, was du zum Leben brauchst, Kalle. Ist da auch eine Kasse bei? Natürlich, Kalle, ist da eine Kasse bei. Kasse kannst du ganz alleine behalten. Ich will ja nur einen Pass haben mit einem richtigen Stempel. Du, denn bin ich frei. Und du, Kalle, denn mach ich über die Grenze. Und dann kommt das böhmische Riesengebirge. Du, das ist groß, sag ich dir. Wenn da eine Kasse ist, da könnte man ja drüber reden. Kalle, lass mal nicht im Stich. Ich muss einen Pass haben. Wir mal die Sache überschlafen. Lass mal nicht im Stich, Kalle. Ich muss einen Pass haben. Ich hab ja kein Geld. Ist in ihr Laden, setz ihn mal. Du, Kalle, ich muss einen Pass haben. Lass mal doch nicht im Stich, ne, du. Sieh mal, heute ist Sonntag, da geht's am besten. Na, meinetwegen. Heute Abend ins 67. Polizeirevier, hörst du? MW ist gemacht. Herr Kellner. Ja. Bitte. Trinken Sie mal. Was trinken Sie? Eierkognak. Eierkognak. Was? Sie wünschen? Ja, bringen Sie mal eine Weiße mit Schuss. Ja. Donnerwetter, tadellos. Kolossiv, kolossal. Pyramidal, mein lieber Hauptmann. Pyramidal. Fein, was? Also der Rücknachter mit dem linken Effi, dass ich den noch war, hätte ich selber nicht geglaubt. Das war ein Sonntagmorgenstoß, wie er sich für einen königlich preußischen Jana Hoffmann gehört. Daraufhin können wir uns beide getrost in Cognac verfassen. Ober, zwei Cognac. Bitte schön auf. Na, Großväterchen, gefall ich dir? Ich bin so frei, entsetze mir. Kellner, ja? Angelika. Auch ihr geehrtes Wohlergehen. Das war im Himmel vor meiner Liebe. Du, das ist gut. Ja, wunderbar. Das war im Himmel vor... Lass mich doch wünschen, Kind. Oma! Zwei Helle, zwei Gilka. Na? Hey, diese Schnecke da, komm doch ran, ja? Hier ist Löhnung, hier ist Kasse. Hier sitzt die Marie, komm mal hierher. Ach, ja, ich habe nicht ausgehen gekauft, das Mädchen soll herkommen. Alles Übrige ist mir egal. Nee, hier seid mir zu Ort gewickelt. Da geh ich lieber zu Sierra de Coeur. Und? Das ist ja toll. Seht euch das mal an. Sowas habe ich denn doch noch nicht erlebt. Also bitteschön, Freund, nehmen Sie Platz. Oma! Aujus! Noch nicht der Soldat. Das ist mir Piepewurst eher, verstehst du? Morgen ist um mit die zwei Jahre und heute ist heute, nicht? Also. Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Denkst du denn, ich liebe dir, weil ich jetzt mit dir tanze? Denkst du denn, du Berliner Pflanze? Glaubst du denn, ich heirate dir gerade, weil ich mit dir tanze? Siehst du, Kalle, ich hab dir immer gesagt, wie du aussiehst, so wirst du angesehen. Braucht nur einer zu kommen mit einem bunten Fell und blanke Kneppe. Ja, du vielleicht, ich nicht. Wollen wir mal sehen. Sieh, nehmen Sie die Finger von der Dame. Weiter, die Dame ist meine Braut. Weiter, Enia, ja? Prost, ja, mein Lieber. Nicht hier kein Haufenbild. Weiterhin. Und er hört. Hier ist überhaupt der Militär verboten. Skandal. Alter Soldat mit der Schützenschnur. Müssen Sie sich doch nicht reinschnetto. Sie sind doch hier zivil und privat. Nein, das kann ich mir nicht mit ansehen. Es tut mir furchtbar leid, das kann ich mir nicht mit ansehen. Du stehst hier, köppeliges Ass. Weiterhin. Nicht stehen bleiben. Was? So was nennt sich nur Jade! Ja, aber ein Kalb, aber ein Kalb! Kalb machen wir hier!
gefunden. Auf jetzt kommt er mit der Pferdemesser. Ja, das ist ja doch nicht schön. Das ist ein Mensch. Das ist der Soldat. Waffe weg. Jawohl, bin ich. Bin Soldat. Und deswegen hast du mir noch ja nichts zu sagen, nicht wahr? Verlassen sofort das Lokal. Ich bin Hauptmann im ersten Garderegiment. Oh, das kann jeder sagen, Herr, nicht? In meinen Augen bist du ein ganz dämlicher Zivilist. Nimm die Klauen zusammen, Mensch! Wollen Sie mir! Loslassen! 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 Jawohl, ein ganz dämlicher Zivilist bist du. Also, da gibt's nicht. Das war eine Hauerei, da müssen sie beide mit. Wisst ihr, Kalle, was ich dir gesagt habe? Wie der Mensch aussieht, so wird er angesehen. Himmel, Arsch und Zwirn. Ach du mit deinen Pässen. Wo ist die Kasse? Ich weiß nicht. Hände hoch! Na, das kann ein paar Jahre kosten. Wird der Angeklagte Wilhelm Vogt in Anbetracht seiner häufigen Vorstrafen von insgesamt 23 Jahren Zuchthaus und Gefängnis wegen Posturkundenfälschung, Irreführung der Behörden, Falschmeldung, Passvergehen in fortgesetzter Rückfälligkeit hiermit wegen schweren Einbruchs in ein Amtslokal zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt? So, hier bist du nun zu Hause. Wenn Sie die nur anziehen, dann werden Sie kein Gefühl mehr haben. Ja, geben Sie mal her. Das ist kein Rock, das ist ein Kunstwerk. Ein Stück vom Menschen ist das. Die bessere Haut, sozusagen.
jetzt tragen Sie das mal wieder ins Geschäft zurück. Und fragen Sie Herrn Wormser, ob er die Uniform nicht in Kommission nehmen will. Ich kann sie nämlich nicht brauchen. Tja, wieso denn, Herr Hauptmann? Plan geändert, Wapschke. Wird mal ein bisschen Landwirtschaft treiben. Hatte schon immer sowas vor. Ist ja auch viel besser. Aus mit dem bunten Rock. Dann packen Sie schon ein, ja? Dankeschön. Herr Hauptmann, sollten Sie sich das nicht so zu Herzen nehmen? Wieso denn? Was wollen Sie denn? Ich will ja. Ich weiß ja nun nicht. Das Militär ist ja sehr schön. Aber es ist nicht das Einzige auf der Welt. Die Welt ist groß. Und jeden Morgen geht die Sonne auf. Ich meine, wenn einer jung ist und gesund ist und gerade Knochen hat. Ich meine, wenn einer so ein richtiger Mensch ist. Das ist doch die Hauptsache, Herr Hauptmann. Ja, nun gehen Sie schon. Schönen Gruß an Herrn Wormser. Herr Hauptmann? Na. Der Offizier wird durch sein Rangabzeichen legitimiert. Ein Kommando vor Gewehr verleiht ihm absolute Vollmacht. Aha. Ja. Mit Gruppen links schwenkt. Marsch! Halt! Ganze Abteilung! Kehrt! Abteilung! Marsch! Kann ich dienen? Was wird gebraucht? Es handelt sich diesmal um. Soll ich mal raten? Sind wir soweit? Kann ich raten? Was? Ja, der Regimentsadjutant hat mir soeben mitgeteilt, dass meine Ernennung zum Leutnant der Reserve erfolgt ist. Ich muss nun sehen, wie ich mit der Equipierung fertig werde. Sie müssen mir da helfen. Dazu sind wir ja da. Das war immer parat. Meine Mama, die kommt nämlich zu Besuch und da möchte ich doch natürlich gleich gehen. In Uniform, selbstverständlich. Wapschke, komm mal her, Zentimetermaß. Ja, meine Mama legt besonderen Wert darauf. Sie ist aus einer alten Offiziersfamilie. Und da muss ich auch sehen, ist besser. Und da möchte ich doch natürlich gleich gehen. Dann lassen Sie ja ruhig runter. Moment mal, da fällt mir was ein. Ich hätte ja was für Sie, Herr Leutnant. Kommen Sie. Schlüpfen Sie mal in den Rock rein. Habe ich für einen Gardehauptmann gemacht. Herr hat den Dienst quittieren müssen. Funkelnagelneu, noch gar nicht getragen. So, schlüpfen Sie mal rein. Na, probieren geht doch. Überstudieren. Sehr richtig. So. Machen Sie mal zu, Wapschke. Helfen Sie mal ein bisschen. Sitzt wie angegossen. Natürlich. Großartig. Ein Tuch, Herr Leutnant, prima. Sehen Sie mal den Glanz. Glanz wie ein frische Wichser Pferdepopo, was? Wapschke, geben Sie mal die Kreide. Kommen Sie mal her. Ein paar ganze Kleinigkeiten hier oben, die Falten, nicht wahr? Die müssen weg, dann unten ein bisschen auslassen, nicht wahr? So, aber ganze Kleinigkeiten. Ja, Mutter. Eigentlich wollte ich mir ja eine Null nach Maß machen lassen, aber... Den Rock nehmen Sie, Herr Leutnant. Willi, schreib mal auf. Uniform. Herrn Dr. Obermüller aus Köpenick. Also, mit dem Rock haben Sie Lücke gehabt, Herr Leutnant. Die Uniform tragen Sie noch, wenn Sie mal Bürgermeister in Köpenick sind. Na, so weit sind wir noch lange nicht. Von euch im Folge früher Schicksalsschläge versagt geblieben ist. Jawohl, Herr Decker. Manneszucht und körperliche Durchbildung.
Und das wird ihn auch befähigen später, im zivilen Leben, so schwer es auch anfangs sein mag, wieder seinen Mann zu stellen. Wollen wir ein paar Stichproben machen? Jawohl, Herr Lenker. Bulke. Bulke! Hier. Wie ist die Gliederung eines Armeekorps beschaffen? Ein Armeekorps besteht aus 2 Infanteriedivisionen. Die Division zu je 2 Brigaden Infanterie. Eine Kavallerie, eine Artilleriebrigade. Brigade aus... Danke. Lass Sie waren Soldat. Das merkt man. Bleib natürlich sofort in der Abdeckung. Was tut der Soldat, wenn ihm auf der Straße ein kommandierender General begegnet? Kallenberg. Kallenberg. Er schmeißt sich in den Straßengraben und strampelt mit die Beine. Oh. Was? Doch Unverschämtheit! Halten Sie den Mund! 3 Tage strengen Arrest wegen Frechheit. Nein, natürlich wegen Frechheit. Natürlich, Herr Lenker. Wer weiß es? Gut, Vogt. Sie brauchen es mir nicht zu sagen. Ich will Ihnen eine schwerere Frage stellen. Vogt, kommen Sie mal schön hierher! Was versteht man denn unter einer Kavalleriedivision? Eine Kavalleriedivision ist eine selbstständige Formation, welche direkt der Armee unterstellt ist, über den Einsatz das Armee-Oberkommando je nach der Jahre verfügt. Sie besteht aus 3, manchmal 4 Kavallerieregimentern, den Abteilung Berettner Feldartillerie zur Unterstützung bei jedem ist. Bravo, Vogt! Bravo. Sehr gut, Herr Vogt. Sehen Sie, Sie haben ordentlich aufgepasst und auch was gelernt. Sie werden mal sehen, wie Ihnen das in Ihrem späteren Leben von Nutzen sein wird. Erstes geht auch, Gärtnerin. Wir wollen hier nicht sowohl strafen, als vielmehr bessern. Jawohl, Herr Leiter. Licht, Luft und gesunde Bewegung sollen jedem Gefangenen zuteil werden. In diesem Sinne hat sich die Anstaltsleitung ja auch entschlossen, ein Jahr Eichensprösslinge zur Verschönerung unseres Hofes, eurer Pflege, anzuvertrauen. Wenn diese Pflänzchen einmal Bäume geworden sind, wird mancher von euch, der heute noch voll Sehnsucht einer fernen Freiheit entgegensieht, seine Strafe verbüßt haben und in ein neues Leben hinausgehen, um unter fleißigen und ehrlichen Leuten ein nützliches Mitglied menschlichen Gesellschaft zu werden. Mariechen, hast du dir aber verändert. Wer sind Sie denn eigentlich? Das ist doch unerhört. Kennst du mal denn nicht mehr? Nee, wieso denn? Ich bin doch der Wilhelm. Ach, Mensch, Wilhelm. Wo kommst du denn her? Wollen wir lieber ja nicht drüber reden. Ich möchte ja nicht stören. Ich wollte ja nur mal guten Tag sagen. Ich wusste nur auch ja nicht, wohin. Und man möchte doch mal wieder mit den Menschen reden. So, dann red mal nicht so viel und komm mal rein. Ja. Du musst doch mal kennenlernen. Mein Mann muss morgen früh zum Kaisermanöver, da muss er früh in der Kaserne sein. Ach, Sessi. Ich wollte nur wieder gehen. Das gibt's nicht. Wir müssen uns doch mal kennenlernen. Oder hast du keine Zeit? Zeit habe ich noch. Na also, setz dich mal ruhig. Du bleibst über den Abend, ist doch klar. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ich möchte nicht stören. Unsinn. Erlaub mal, aber da habe ich doch recht, nicht? Wie geht's dir denn jetzt, Wilhelm? Na, das muss nur erst wieder anfangen. Du wirst nur, wenn ich mal prophezeien darf, erst mal eine richtige Arbeit suchen. Ja, das wäre schon gut. Das ist gut, Wilhelm. Da werden wir mal ein bisschen unter der Achsel passen. Das wird schon werden. Guck mal, Wilhelm, was ich gefunden habe. Nee, nicht von Muttern geschehen. Marie, hör mal, dein Bruder bleibt zunächst hier. Kann da auf dem Sofa pennen. Da muss ich ja Bettwäsche rausgeben. Ja, gib's doch mal raus. Hast ja einen ganzen Spind voll. Ja, ich meine nur, ich muss da rausgeben. Na ja. Na, Wilhelm,
Jetzt wollen wir dich mal vorschriftsmäßig anmelden. Wann bist du denn geboren? Am 17. Dezember 50. Sag mal, Friedrich, muss denn das sein? Was? Das mit der Anmeldung, ich meine, oder so, verstehst du? Ach, das ist ja alles halb so wild. Sind doch keine Kannibalen. Bin da selber so ein Stückchen Behörde. Na, und wenn man genau hinguckt, ist Ohrenmensch. Ich hab vor dir ein Mächenbammel gehabt, du. Was gewesen ist, das ist gewesen. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Der Mensch kann immer wieder von vorne anfangen. Dazu ist keiner zu alt zu. Wenn's mehr so gäbe wie du, brauchten wir keine Zuchthäuser mehr. Na, das ist wohl ein bisschen übertrieben. Nee, du. Na, mach doch mal keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Wenn man vorschriftsmäßig einen Weg einschlägt, dann kann nichts passieren. Na, Prost. Na, Prost. Potsdam 324 Wormser. Ja, hast du's, Mathilde? Gott, ich kann doch nicht zaubern. Wo bleibt dein Fanny? Ja, die Gans liegt natürlich wieder auf dem Ohr. Fanny! Ja, ich muss um 4 Uhr beim Regimentsadjutanten sein. Wenn mich Wormser im Stich lässt, dann muss es diesmal eben in Uniform gehen. Ich kann doch nicht nachts zum Kaisermanöver laufen. Potsdam 324 Wormser. Was soll's denn? Die Uniform! Wie ist noch nicht gekommen? Na, die Alte zum Wunderwetter, die Alte. Die Olle? Ja, natürlich, holen Sie doch, die hängt doch unten im Vorplatz. Die soll doch weg. Na, holen Sie her. Na, ich hol sie ja doch. Denk. Herr Sohn. Das wollen wir mal probieren. Ja, komm, vielleicht noch. Meinem Mann. Komm, was wollen Sie denn? Ich denke, ich soll helfen. Oder denken Sie nicht so viel, gehen Sie raus. Ach, du, das geht nicht mehr. Es ist zu eng. Du bist zu dick. Du bist viel zu dick. Ich sag's ja schon lange. Ach, Unsinn, der Stoff ist eingegangen. Ich bin vor 5 Jahren nicht anders gewesen als heute. Halt doch jetzt nicht herunterschneiden. Halt doch mal still. Was fehlte noch, dass du jetzt schlapp machst, wenn es um die Wurst geht? Als also, du tust mir ja weh. Ach. Na, jetzt ist alles aus. Ach, Wormser hat mir versprochen, um 11:30 die Uniform zu schicken. Jetzt. Potsdam 324, Wormser. Ja? Potsdam? Potsdam? Potsdam! Hier Bürgermeister Obermüller-Köpenick. Oh Gott, Bürgermeister Obermüller-Köpenick. Nein, nicht Spandau. Sie kommt aus Spandau. Köpenick, ja. Ist der Wormser Uniform für eine Wormser Potsdam? Sie haben mir für spätestens Mitternacht die neue Uniform versprochen. Jawohl, spätestens Mitternacht, haben Sie gesagt. Gibt es das? Was? Was? Du, der sagt, er ist gar nicht Wormser. Ist gar nicht Wormser? Wieso denn? Was heißt denn? Wer ist denn da, was? Meldet sich nicht? Wieso meldet sich nicht? Wieso meldet sich nicht? Mitten in der Nacht? Ach, uns ist ja schon ganz hell draußen. Ist ja halb 4. Ist ja unerhört. Du hast geklingelt. Das ist Wormser. Das ist die Uniform. Da ist er, Bürgermeister. Das war ein Stück Arbeit. Wir haben einen ganzen Kasten Bier verbraucht, damit wir uns konnten aufrechterhalten. Na also, wozu die Aufregung? Wormser wird mich doch nicht im Stich lassen. Na, hören Sie nicht im Stich gelassen, ist ja großartig. Die Uniform war für Mitternacht versprochen. Jetzt kommt sie in letzter Minute. Ich habe den Wagen gleich halten lassen. Die Katze steht auf 17:50. So, den Säbel her. Parlament, los. Die Mütze. Gib her. So, kleine Säbel. So, und gib mal her. Hier, diese Seite. So. Fanny, mein Koffer. Ja, aber Fanny, ich bin schon da. Wo? Im gleich runter. Ja. So. Na, gefällig. Wunderbar. Also, ob ihr seht. Kinder, kommt, ihr könnt mich zum Auto begleiten. Hab ich meine Uhr? Ja. Hab ich Geld? Hast du alles? Ja, hab ich. Also, Wiedersehen. Das war ein Stück Arbeit. Die ganze Nacht in eine Schicht. Hier. Die nehmen Sie als Anzahlung mit
Und sagen Sie Herrn Worms, er soll sie von der Rechnung gleich abziehen. Ach, die? Die bringe ich zum Trödler. Morgen. Zehn getragene Anzüge und eine alte Uniform. Zeig her. Nun, von Maskenball wird sie noch gehen. Was denn hier im Dustern? Jott, hab ich mir erschrocken. Na, Willem. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da, lies mal. Ausweisung? Das ist ja... Kriegt der Mann hier, Friedrich. Will mir bloß meine Sachen holen und dann geht. Das ist ja ein Unglück, was dir passiert. Unglück? Da ist ja kein Glück und kein Unglück bei. Das ein ganz sauber glattet Unrecht ist das. Bei uns, da gibt's kein Unrecht. Bei uns in Deutschland, da geht Recht und Ordnung über alles. Du weißt das nicht, Wilhelm, du hast nicht gedient. Du kennst das nicht, wie das ist. Wenn du wüsstest, wie bei uns da oft Tiere sind. Ja, da mach mal so ein junger Schnösel bei sein Gewiss. Aber die anderen, die richtigen Mensch, da gehen wir durchs Feuer hier. Und die machen das auch für uns. Da steht jeder für jeden. Da bleibt keiner zurück, wenn es mal losgeht. Das Vaterland und für die Heimat. Mensch, ich kenne meine Heimat genauso wie du. Genauso wie jeder andere. Aber ich soll mal leben lassen in der Heimat. Ich kann auch sterben dafür, wenn es sein muss. Aber wo ist denn meine Heimat? Im Polizeibüro? Oder hier in dem Papier? Ich sehe ja keine Heimat mehr. Vor lauter Bezirke! Nun streiten Sie. Ich will das nicht hören, Willen. Ich darf das nicht hören. Ich bin Soldat. Ich bin Beamter. Das bin ich mit Leib und Seele. Da stehe ich dir. Ich weiß, dass Recht bei uns über alles gilt. Ich sag dir zum letzten Mal, reinfügen musst du dich, nicht mängeln gehen. Und wenn's dich zerredert, dann musst du eben den Maul halten. Da gehörst du doch noch zu. Da bist du eben ein Opfer. Aber das ist ein Opfer wert. Mehr kann ich nicht sagen. Hast du denn keine innere Stimme, Mensch? Vorhin im Dustern, als ich hier allein im Zimmer saß, da habe ich gehört. Was hast du denn gehört? Die innere Stimme. Und da war sie ganz laut. Und da ist alles totenstill geworden in der Welt. Mensch, hat sie gesagt. Einmal kneift dir deinen Arsch zu, du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater, stehst du vor dem, der alles in dir geweckt hat, vor dem stehst du denn. Und der fragt dir ins Gesicht, Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und ich muss ihm sagen, Fußmatte, die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Gott sagt denn zu dir, geh weg, sagt er, Ausweisung, sagt er, dazu haben sie das Leben nicht geschenkt.
Und denn Friedrich ist wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis. Willem, du pochst an der Weltordnung. Ach, Gott. Was hast du denn vor, Mensch? Ich hab dir gewarnt. Ach, hier, Friedrich, du bist ein echter Kerl. Grüß Marie. Ich danke dir für alles. Ich weiß nicht, ob ich soll. Sie wissen nicht. Wenn ich ihm was sagen, ich weiß. Nehmen Sie was anderes. Müssen Sie gehen als Hauptmann? Auf dem Maskenball will man sich doch amüsieren. Als Hauptmann werden Sie sich nicht amüsieren. Wird man Sie gleich erkennen, wird man sagen, sieht so ein Hauptmann aus. Nee, ich nehme Sie doch. Sehen Sie, das ist ein Wort. Gemacht. Recht haben Sie, Herr Hauptmann. Ein Offizier hat immer recht. Habe ich recht? Hier fehlt ja ein Stern. Als Hauptmann muss doch 2 Sterne haben, das wirkt doch ein Oberleutnant. Nun, Stern können Sie zukriegen. Sally, bring 2 Sterne. Was soll es denn kosten? Kosten? Das kann man nicht Kosten nennen. Das sind überhaupt keine Kosten. Für mich sind es Unkosten. Für Sie ist es eine Kapitalsanlage. 20 Mark. Nee. 18. Nee. 16. Nee, 15. Aber da muss ich noch einen Säbel zu haben. Und ja, ein Offiziersmantel. Sally, pack ein. Hat er auch einen Jadestern? Aber gewiss, Herr Hauptmann. Herr Hauptmann, denken an alles. Nur mal rasch. Ich habe keine Zeit. Ich muss in Dienst. 10, 12, 14, 15. 15, danke. Danke sehr, Herr Hauptmann. Adieu, Herr Hauptmann. Auf Wiedersehen, Herr Hauptmann. Viel Vergnügen, Herr Hauptmann. Auch, Herr Hauptmann. Das ist schon so, wie ich Ihnen sage. Die Verwaltung, die kommt immer erst hinterher drauf, wenn das Unglück passiert ist. Ich kann Ihnen sagen, da müsste man mal... Entschuldigen Sie mal, einen Moment. Wenn ich so früh aufstehe, dann geht es immer nicht. Und daher muss ich dann ganz plötzlich... Dreh mal nach, dann werden Sie ja von ganz alleine drauf kommen. Sehen Sie mal, das elektrische Signalsystem in allen Ehren. Aber wenn nun mal ein Kurzschluss kommt, na was denn? Wir sind doch schließlich immer auf menschliche Leistungen angewiesen. Sehr richtig. Das, menschliche Leistungen sind eben nicht zu ersetzen. Mensch ist Mensch und da kommt eben keine Maschine gehen. Immer noch besetzt. Das mag ja alles stimmen, aber durchdringen werden Sie damit nicht. Was? Damit dring ich nicht durch. Damit dring ich nicht durch, wo ich den Plan ganz genau ausgearbeitet habe. Da 5 neue Blockstationen müssen her. Sagen wir mal an die Strecke Berlin-Spandau, Berlin-Stahnsdorf, Berlin-Köpenick,
Berlin-Köpenick und dann die Oststrecke und die Südstrecke. Na ja, nur was kann denn das schon groß kosten, nicht wahr? Donnerwetter, wer macht denn hier so lange? Sie ihr Dienst? Wohlaufen. Gelernt haben, sich zu beherrschen. Nächstes Mal nehmen Sie ein bisschen zusammen. Moin. Vier Mann von der 7. Kompanie 2. Garderegiment zu Fuß auf dem Wege von der Schwimmanstalt Wache Plötzensee zur Kaserne. Sie marschieren nicht zur Kaserne, dann fallen wir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl. Gefreiter, Sie übernehmen das Kommando. Vorhauptmann. Wir marschieren auf dem Bahnhof Pudelstraße und fahren dann nach Köpenick. Los! Alles hört auf mein Kommando. Aufschließen! Im Gleichschritt! Wollt er denn hin? Weiß ich nicht. Na, das müsst ihr doch wissen. Das weiß ich doch nicht. Nach Köpenick. Halt's Maul! Geheim! Was mag denn das für ein Hauptmann sein? Der? Ja. Mensch. J.H.O. Ganz hoch oben, verstehst du? Militärgerichtshof oder sowas? Donnerwetter, hast du das gehört? Mensch, aber doch nicht. Sie, Nichtraucher. Pardon, Herr Hauptmann. Ich habe hier eine Vorladung wegen meiner Kartoffeln. Wenn du oftmals wirfst, bläst mir der Stock links geradeaus, der Gang rechts mittendurch. Das finde ich nie. Können Sie mir nicht fehlen? Hab mehr zu tun. Ja, das scheint mir auch so. Wache zieht auf. Was ist die Wache? Künftig gibt es doch keine Wache. Und dritten Ausgang? Herr Hauptmann, nur durch den Ratskeller, sonst gehen. Ist gut. Einmal bleibt er im Haupteingang,
zweite besetzt das Rückportal, der dritte den Eingang zum Ratskeller. Es betritt oder verlässt niemand das Rathaus ohne meine persönliche Erlaubnis. Genauerungszustand, verstanden? Die einen werden geschossen, die anderen folgen mir. Vorwärts, Marsch! Ich gehe mich zur Amtsstuhl des Bürgermeisters. Vorwärts! Der modernen, freisinnigen Sozialpolitik geleitet werden. Haben Sie gelassen, Herr Jürgen? Abteilung halt! Wir haben hier in Köpenick keine Garnison. Und brauchen daher auch nicht wie andere Gemeinden, die hauptsächlich auf die Militärbehörde Rücksicht nehmen müssen. Was soll denn das heißen, Kilian? Wie können Sie denn hier hereinkommen, ohne anzufallen? Die anderen bleiben vorläufig auf dem Jan zu meiner Verfügung. Herr Platz hier. Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? Allerdings. Gehen Sie mal raus. Ja, was soll denn das? Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie verhaftet. Ich habe den Auftrag, Sie sofort nach der neuen Wache nach Berlin zu bringen. Machen Sie sich fertig. Wieso denn überhaupt? Wieso? Das muss doch ein Irrtum sein. Genügt Ihnen das nicht? Aber das ist doch stark. Ich lasse mich hier nicht so einfach. Haben Sie ihn nicht? Jawohl, ich bin Oberleutnant der Reserve. Wieso, dass jeder Widerstand nutzlos ist? Befehl ist Befehl. Hinterher können Sie beschweren. Ja, aber ich habe doch keine Ahnung. Tut mir leid, ich auch nicht. Ich habe nur Befehl. Der Gefreite. Hauptmann! Zwei Mann! Eine rechts, andere links. Gefreiter? Hauptmann? Sehen Sie mal nach, was der Polizeiinspektor macht. Jawohl, Hauptmann. Wer hat die Stadtkasse unter sich? Die Stadtkämmerer Rosenkranz. Haben Sie einen Wunsch? Soll ich Ihnen eine kleine Stärkung bringen lassen? Nein, ich danke. Aber wenn ich wenigstens meine Frau benachrichtigen durfte. Haben Sie die Dienstwohnung? Ja, gleich nebenan. Wachmeister, bringen Sie mal die Frau Bürgermeister her. Aber trapp, trapp, wir bleiben ja nicht mehr lange. Herr Hauptmann. Bis zu Ihrem Abtransport können Sie ungehindert mit Ihrer Frau Gemahlin verkehren. Natürlich nur unter militärischer Bewachung. Wo ist der Polizeiinspektor? Schläft, Hauptmann. Was er schläft? Liegt er? Sitzt hinterm Amtstisch. Schnarcht mächtig. Was ist denn? Sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, hier im Dienst zu schlafen? Wenn Sie dafür von der Stadt Köpenick bezahlt? Nein, Hauptmann. Was will ich auch meinen? Ich meine, gefälligst Ihre Kleidung in Ordnung? Jawohl, Hauptmann. Dann gehen Sie mal runter auf die Straße. Sie betreten die oberste Polizeigewalt. Und sorgen Sie mal für Ruhe und Ordnung, gefälligst. Jawohl, Hauptmann. Das ist gut.
Zwei Mann. Halt! Stadtkämmer Rosenkranz. Haben Sie gesehen? Jawohl, Herr Hauptmann. Leutnant der Reserve im 1. Nassauischen Feldartillerierigt, Nr. 27 Oran. Na, dann machen Sie mal sofort einen vollständigen Kassenabschluss, den ich kontrollieren werde. Verzeihen, Herr Hauptmann, ohne Beschluss der Verwaltung. Die Verwaltung der Stadt Käpnick bin ich. Ich muss den Bürgermeister und leider auch Sie vorläufig in Haft nehmen. In Haft, Herr Hauptmann, in Haft. Ich gebe Ihnen 10 Minuten. Genügt Sie das? Ich werde mich beeilen, Herr Hauptmann. Ist gut. Als Wache hierbleiben. Man hat doch mehr zu tun. Ich muss nach Hause. Wir haben doch heute falsche Hase. Was soll das heißen? Wir Stadträte stehen doch unter Immunität. Meine Partei wird das niemals zugeben. Und nachher, das ist rein juristisch genommen, Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung. Das ist der Hauptmann. Entschuldigen, Herr Hauptmann, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Stadtrat Comenius. Wir sind hier 17 Stadträte und wir hatten eben eine Ausschusssitzung. Möchten wir Sie dringend bitten, dass wir doch nach Hause zum Essen gehen dürfen. Tut mir leid, Durchlass kann nicht gewährt werden. Durchlass kann nicht gewährt werden. Du kommst. Oh Gott, was ist denn los? Du kannst doch nicht einfach so da sitzen. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe doch alles versucht. Ich lehne jede Verantwortung ab. Hat dir der Hauptmann gar nichts gesagt? Na, wie kann er denn das? Der Mann tut einfach seine Pflicht. Der hat Befehl und Befehl ist Befehl. Dafür ist er Soldat. Was ist denn das für ein Herr Hauptmann? Ist er von einem Stab oder ist er Gerichtsoffizier? Ja, weiß ich nicht. Nur wenn Sie unter seinem Kommando stehen, müssen Sie doch wissen, wo er her ist. Weiß ich nicht. Was hat er dir für eine Legitimation gezeigt? Legitimation? Gar keine. Er ist der Hauptmann. Das ist ja entzückend. Du lässt dich ja verhaften? Ohne Ausweis, ohne Haftbefehl? Na, wenn es so ein Irrtum ist, wenn er ganz jemand anderen verhaften sollte. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Der Mann weiß genau, was er will. Aber du weißt es nicht. Leider nicht. Telefoniere sofort zum Kreisamt Held oder zum Landrat. Naja, das könnte ich ja allerdings. Überleg nicht lange, telefoniere. Ja, das kann ich nicht leiden. Was können Sie nicht leiden? Tun Sie das Ding weg, ist ja schrecklich. Ich tue es ja gar nicht. Da siehst du, was habe ich dir gesagt? Das hat ja gar keinen Zweck. Die Semmeln sind von gestern. Frische Semmel, bitte. Jawohl, Hauptmann. Unglaublich. Herr Stadtkämmerer, ich verstehe Sie nicht. Wie können Sie hier einfach die Kasse ausliefern? Ach, Sie? Sie haben ja eigentlich gedient. Waren ja untauglich. Haben Sie eine Ahnung, wie man da reinfliegen kann? Gehorsamsverweigerung und so? 50, 100. Auf 300, Ihre Verantwortung. 300, 4. Natürlich auf meine Verantwortung. 500, 600, 700. Befehl ist Befehl. 8, 9, 12, 10, 8, 10. Wir bringen mich ganz durch hin. Jetzt kann ich mir den ganzen Kram von vorne anfangen. Vielleicht soll ich immer mit ungedienten Leuten. 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2100, 3,
3.500, Hauptmann, ist denn da gar nichts zu ändern? Leider nein, Jungfrau. Jungfrau, wir sind ja selbst, wenn ein Offizier Befehl kriegt, mag noch so sehr persönlich gegen den Strich gehen. Aber dafür ist man Soldat. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Bitte sehr, Jungfrau, bitte, bitte. Herr Hauptmann, sind zu lieb. Okay, Jungfrau. Und mal wieder. Sagen Sie mal, Wachtmeister, wo ist hier eigentlich die Passabteilung? Verzeihung, Herr Hauptmann, wir haben hier leider keine Passabteilung. Das ist nur in Kreisstädten auf dem Landratsamte. Keine Passabteilung. Ach so, ja natürlich, das habe ich ganz vergessen. Na, das kommt nur auch nicht mehr drauf an. Wachtmeister, sagen Sie zwei geschlossene Wagen. Flott, flott, flott. Mal, hier steht 4.000 Mark und 70. Und was Sie mir da abgeliefert haben, da sind nur noch 4.000 Mark und 37 Pfennig. Wie kommt denn das? Verzeihen, Herr Hauptmann, aber in der Eile, wir haben alles umgedreht, es blieb trotzdem immer eine Differenz von 33 Pfennigen. Ja, ich bin ja kein Pedant, da muss ich doch jemals mal vermerken, nicht? Sonst denken die Leute womöglich, ich hätte mal hier die 33 Pfennig eingesteckt, was? Na, was ist los, Kilian? Wissen Sie was? Ich kann keine Auskunft geben. Was heißt denn das, Kilian? Was erlauben Sie sich denn? Was ist das für ein Turm? Ich habe Befehl, Herrn Bürgermeister als Gefangenen nach Berlin zu transportieren. Ich habe mit Gefangenen nicht zu reden. Ich habe auf dem Hof zwei geschlossene Waren anfahren lassen, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Machen Sie sich fertig. Ach, Herr Hauptmann. Wie, Frau? Gestatten Sie bitte, dass ich meinen Mann auf dieser schweren Fahrt begleite. Ich kann ihn doch jetzt nicht allein lassen. Sie sehen ja. Selbstverständlich, diese Frau. Die Frau möchte nur höflichst bitten, den Wagen von der neuen Wache in Berlin zu verlassen. Ich habe Befehl, den Herrn Bürgermeister abzuliefern. Ich würde ja sonst die größten Unannehmlichkeiten haben. Vielen Dank. Bitte sehr, Jungfrau. Bitte, bitte sehr. Wachtmeister, kommen Sie mal her. Herr Berlin, Sie wissen ja Bescheid. Herr Hauptmann, können Sie auf mir verlassen. Gut. Ohne! Nimm dich doch zusammen. Wollen Sie mir als Offizier Ihr Ehrenwort geben, keinen Fluchtversuch zu machen? Ich gebe Ihnen mein Offiziers-Ehrenwort. Danke, das Sie nicht. Dalli, 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 dalli. Was? Hasten!
von Herrn Hauptmann. Für 17 Stadträte Durchlass gewährt. Nein. Durchlass für 17. 1, 2, 3, 4. Friede gefangen. Wo ist der Wachhabende? Bürgermeister Obermüller, Stadtkämmerer Rosenkranz auf allerhöchsten Befehl als Gefangene abzuliefern. Das halte mal her. Ostsee! Obermüller! Rosenkranz! Aber nein, ich meine, zeigen Sie mal Ihre Order her. Verzeihung, Herr Leutnant, habe keine Order. Sie müssen doch einen Haftbefehl haben. Verzeihung, Herr Leutnant, Herr Hauptmann haben alles mündlich angeordnet. Ja, das ist mir auch vollkommen unverständlich. Bei mir kann es ja nur ein Irrtum sein. Die Kasse war in Ordnung, bis auf die 33 Pfennige. Ruhe! Lass sich alles finden. Meine Herren, ich kann nur mein aufrichtiges Bedauern ausdrücken. Sie sind einem Bubenstreich zum Opfer gefallen, der ja auch für uns keineswegs angenehm ist. Das ist allerdings unerhört. Ich muss mir vorbehalten, das ist ja empörend. Damit kann man sich doch die ganze Karriere versauen. Hey! Wer? Ab! Wer euch! Folgefreiter Achtmann aus Köpenick zurück! Scheren Sie sich raus! Dämler. Die Kerze bleiben hier! Leute, bleiben hier! Tut mir leid. Oh, ganz auf meines. Die Öffentlichkeit wird sich mit dem Fall noch zu beschäftigen haben. Glaube ich auch. Meine Frau. Haus von Köpenick überrumpelt. Schiefe Schulter, bleich und hässliches Gesicht, krankhaftes Aussehen, eingefallene Wangen, vorstehende Backenknochen, tiefliegende Augen, schiefe, knöllige Nase, etwas krumme, sogenannte Ohrbeine. Die Hände schmal und weiß. Da passieren kann dem nicht mehr viel. Nee, die ganze Welt lacht ja. Beinahe, der wird mir Berühmtheit schon geworden, was? Der hat ausgesorgt. So gut möchtest du unser in Ohrenball haben, was? Ha, 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 ha,
Majestät lacht. Passzentrale. Ja. Sie werden verlangt. Ja. Schon wieder? Ich komme gleich. Schon wieder ein Hauptmann von Köpenick verhaftet. Der wie viel ist denn das? 42. Ich bin alle schon ein paar Dutzend. Da will sich einer nicht abweisen lassen. Na, lassen Sie doch reinkommen. Kommen Sie mal rein. Bin ich hier richtig? Ich komme wegen meinem Pass. Wieso denn? Sind Sie denn hier zuständig? Wie heißen Sie denn? Furcht Wilhelm Schumacher. Ich bin vorbestraft. Ich weiß ja, dass mir keiner zukommt. Ich muss ihn nämlich haben. Wenn Sie mal einen Pass versprechen, dann bringe ich Ihnen den Hauptmann von Köpenick hierher. Wenn Sie mal einen richtigen bringen, verspreche ich Ihnen alles. Aber Wort halten. Ich bin es nämlich selber. Stärken Sie sich mal. Trinken Sie mal ein. So setzen Sie sich doch. Ich bin ja eigentlich nicht gewohnt, so früh am Tage zu trinken. Aber ich will kein Spielverderber sein. Also, Prost, Herr Kommissar. Prost, Prost. Das ist er. Dankeschön, ich nehme schon selber. Die Herren sind alle so freundlich zu mir. So gut ist mir noch nie gegangen auf der Polizei. Sonst haben sie immer mir eingesperrt oder rausgeschmissen. Das ist er. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen, mein Lieber. Na, setz dich doch wieder hin. Sehr gerne, wenn Sie auch Platz nehmen wollen. Ja, aber natürlich. Ja. Wir wollen doch mal zusammen plaudern, nicht? Ja. Trinken Sie doch mal. Dankeschön, das schmeckt ausgezeichnet. Ich bin sonst ja nicht so gewöhnt, so zu trinken, aber es schmeckt ausgezeichnet. Na, wenn es Ihnen mal schmeckt. Prost, Herr Präsident. Prost, Prost, das ist ja die Hauptsache. Nun sagen Sie mal, mein Lieber, wie kamen Sie denn auf die Idee, als falscher Hauptmann so ein Ding zu drehen? Und ausgerechnet in Köpenick. Wie kamen Sie denn auf Köpenick? Ja, das war das nächste auf der Bahnstrecke. Ja, aber das war ein Fehler von mir. Da ist nämlich keine Passabteilung. Und wenn ich das wohl bedacht hätte, dann wäre ich nach Teltow aufs Kreisamt.
Na, da haben die Feldauer ja noch mal Dusel gehabt, was? Ja, aber dann hätte ich einen Pass. Und dann können Sie mir hier nicht so fein bewirtschaften. Na, das muss übrigens ein furchtbarer Trottel sein, dieser Herr Oberbürgermeister Müller. Nee, Bürgermeister Obermüller. Ach so. Aber sagen Sie das nicht, der Mann ist gar nicht so uneben. Das wäre Ihnen ganz genauso passiert. Oh. Das wäre Ihnen, allen meine Herren, ganz genauso passiert. Das liegt so in der Natur der Sache. Ja, und da hatten Sie nun gar nichts vorbereitet? Sind einfach auf die Straße gegangen, haben die erste beste Wache angehalten und sind mit der nach Köpenick gefahren? Ja, ich habe mir die Uniform angezogen, dann habe ich mir selber einen Befehl gegeben, dann bin ich los und habe den Befehl einfach ausgeführt. Glück haben Sie gehabt, mein Lieber, das muss man schon sagen. Glück gehört zur Kriegsführung. Glück ist die erste Forderung der Feldherrengabe. Hat vor mir aber Napoleon auch schon mal gesagt. Wo haben Sie denn die Uniform her? Ach, könnte ich die mal sehen? Die haben Sie wohl umsonst gekauft. Mein lieber Herr, ich habe noch nie in meinem Leben einem Mitmenschen was weggenommen. Ich habe immer nur mit den Behörden gekämpft. Ach, zeig es doch mal her. Ach, ziehen Sie sie doch mal an. Tun Sie mir doch den Gefallen. Nein, lassen Sie mal. Der Mantel genügt. Die Uniform habe ich ja nicht darunter angehabt. Ach, zu gütig. Das ist ja großartig. Aber das geht einem ja direkt in die Knochen. Da steht man ja von selber stramm, was? Aber lassen Sie rühren, meine Herren, lassen Sie rühren. Das ist die schönste Stunde während meiner 30-jährigen Dienstzeit. Und das Geld ist auch vollzählig. Ja, ich habe aber einige Spesen gehabt. Ich habe eine kleine Molle getrunken, dann ein Sülzkotelett gegessen und dann habe ich 6 Zigarren A30. Ah. Jawohl, 6 Zigarren A30, ein paar Zeitungen. Und mein Extrablatt. Trinkgelder habe ich gar nicht berechnet dabei. Aber damit wären Sie doch weit gekommen. Ja, über die Grenze wäre ich schon gekommen, aber dann kann ich nicht mehr zurück und muss man fremde Erde begraben lassen. Nee, ich will nur endlich meinen Pass und dann will ich meine Ruhe. Versprochen ist er und das können Sie auch nun nicht mehr rückgängig machen. Das sind Sie mir auch schuldig, meine Herren. Denn wissen Sie, Sie hätten wir ja doch niemals erwischt. Die paar Jahre, die gehen vorüber, das wäre nicht das Schlimmste. Ich weiß, das kann nicht ewig dauern. Und wenn ich erst wieder rauskomme, und dann... Und dann bekomme ich auch meinen Pass. Na. Hier nehmen Sie zuerst mal Ihre kaiserliche Begnadigungsurkunde in Empfang. Da können Sie stolz drauf sein. Und hier haben Sie nun Ihren Pass. Mein Pass.